Hallo bei Zukunft Erde. Heute geht's ums Essen. Die leckeren Sachen, die im Regal liegen, fertig verpackt, die aber irgendwo auf Feldern wachsen oder in Gärtnereien. Aber primär die Landwirtschaft steht im Fokus der heutigen Gesprächsrunde Gut Mensch, die von Thomas Darchinger moderiert wird und auch initiiert wurde. Heute sind drei Vertreter der Biolandwirtschaft am Mikrofon und erzählen uns, wie sie sich die Zukunft der Landwirtschaft vorstellen. Herzlich willkommen zur Gesprächsrunde Gutmensch. Heute mit dem Thema Landwirtschaft. Ich bin gerade wieder auf Lesetour gewesen. Da ist man meistens nicht in den besten Hotels untergebracht und dann bin ich da mal raus aus meiner für mich normalen Blase ökologisch bewussten Ernährens und werfe einen Blick auf das, was die Menschen im Durchschnitt so essen. Wenn ich mir allein das Frühstücksbuffet von Hotels anschaue, ich formuliere jetzt mal überspitzt. Das schaut aus, als wären wir im Krieg und der Staat hätte verordnet, dass es keine Not geben darf. Es muss aussehen, als wäre alles in Ordnung. Alle Buffets sollen randvoll sein. Und dazu wird haufenweise Schrott produziert, der nur noch so aussieht, als wäre er, was er vorgibt. Eine Wurst, die nur noch auf Farbstoffen, Geschmacksverstärkern, Wasser, Fleischabfällen, synthetischen Stoffen besteht. Obst, das nach Gift schmeckt. Gemüse, dessen Verzehr gesundheitsgefährdend ist. Das ist ja in Supermärkten, speziell in den Billigmärkten, nicht anders. Volle Regale, die Leute kaufen Lachs, der nur noch so tut, als wäre er ein Fisch. Kaufen Gurken, deren Schale eine einzige Giftmischung ist. Kaufen gut aussehende Dummies von echtem Essen. Das hat äußerst bedenkliche Dimensionen angenommen. Gleichzeitig können die Bauern in der Nachbarschaft einer eigentlich herausragend schönen Landschaft mit den besten Voraussetzungen nicht mehr ansatzweise von ihrem Beruf leben. Förderung, die in die völlig falsche Richtung geht. Ein Bauernverband, dessen Chefs gar keine Bauern sind, sondern Vertreter der Düngemittelindustrie. Wir vernichten Böden in der ganzen Welt, produzieren Billigstware, die ganzen Regionen ihre Lebensgrundlagen entzieht. Wir zerstören lebenswichtige Natur. Das alles, weil es angeblich nicht anders geht. Das würde ich gerne heute hinterfragen. Meine Gäste sind: Er ist nicht aus dem Dschungel, sondern aus Moosinningen. Seit 2007 bewirtschaftet er den väterlichen Hof und hat dort einiges umgekrempelt. Nicht nur, dass er mit dem Skateboard durch den Stall fährt, vor allem stellt er sofort auf Bio um und bewirtschaftet den Hof seitdem auch mit einer Vielfalt, wie es nur wenige machen. Naturland, Bioland, Landwirt Mogli Billersberger. Er agiert auf vielen Ebenen, lehrt und gestaltet, was als die Wundertüte ökologischen Landwirtschaftens gilt. Seit der Jahrtausendwende sammelt er Erfahrungen auf dem Gebiet der Permakultur. Permakultur ist das bewusste Gestalten zukunftsfähiger, ökologisch, ökonomischer und sozial stabiler Systeme, in denen Pflanzen, Tiere und Menschen in Kooperation zusammenleben. Außerdem ist er Gründer der Permakulturakademie Down to Earth. Markus Pahn. Hallo, danke. Er ist nicht Noah, aber er führt den vielfach ausgezeichneten Demonstrationsbetrieb Archehof in Otterfing. Die Züchtung und Haltung alter und bedrohter Haustierrassen unter besten Bedingungen, ökologischer Landbau nach strengsten Richtlinien und ein Lernort für die Kleinsten, sein Archehof, verbindet Natur und Mensch aufs Vorbildlichste. Naturland-Biolandwirt Georg Schlickenrieder. Ja, also, was läuft schief? Lokal und global. Mogli. Scott,
Was läuft schief, lokal und global? Das ist eine sehr weite Frage. Was schief läuft, ist, dass wir denken, jedes Lebensmittel muss schön ausschauen, muss günstig sein und dass sich die Prioritäten vom heutigen Konsumenten total verschoben haben. Ja, wir brauchen ein Smartphone, wir brauchen einen großen Fernseher, Auto und einen Urlaub, aber die Lebensmittel dürfen nichts mehr kosten. Also in Deutschland, glaube ich, gibt der durchschnittliche Bürger 11% seines, wenn überhaupt noch 11% seines Einkommens für Lebensmittel aus. Vor 50 Jahren waren es noch über 50%. Die Prioritäten vom heutigen Konsument haben sich total verschoben. Und wie viel Arbeit und auch Ehre und Wertschätzung eigentlich hinter einem Lebensmittel, einem gut produzierten steckt, das wissen die wenigsten Leute. Deswegen ist es auch wichtig, das den Kindern und Jugendlichen sozusagen wieder nahe zu bringen. Aber was schiefläuft, ist, dass bei uns alles günstig sein muss und wir irgendwie nicht mehr bereit sind, für gute Lebensmittel einen gerechten Preis zu zahlen. Soweit die Kritik am Verbraucher, Markus. Aber es geht noch weiter, oder? Ja, genau. Ich bin gerade vor allem die letzten Jahre bin ich ziemlich viel unterwegs gewesen, habe sehr viele Landwirtschaftsberatungen gemacht in Afrika, Norden von Pakistan, Amerika, oder? Und es ist wie immer das gleiche Muster, oder? Zum einen ist immer, also man findet immer ausgelaugte Böden vor, kaputte, kranke Böden, das wiederum kranke Pflanzen hervorbringt und wo halt bewirtschaftet wird oder umgeben wird, meistens für kranke Menschen, oder? Und ich habe mir das wir noch mal genauer angeschaut und habe da wir, aus meiner Sicht sind das wir immer so drei Gründe, oder? Und egal wo und in welcher Himmelsrichtung das ist, es ist zum einen immer wieder die einseitige Bewirtschaftung, also sprich Monokulturen, dann es sind immer wieder zu viele Tiere auf der Fläche drauf, oder? Und zu viel Bewässerung, also eigentlich eine ganz unangepasste Art und Weise der Landbewirtschaftung, oder? Und das macht halt innerhalb kürzester Zeit, und da spreche ich vor ein paar Jahrzehnten, macht halt einfach die Böden kaputt und laugt die aus. Und das ist wie ein globales Phänomen, es ist immer wieder die gleiche Ursache, sage ich mal, oder was halt ich wie wahrgenommen habe. Du sprichst jetzt ein bisschen auch die Agrarindustrie an, auch gerade in der Welt, nicht nur bei uns zu Hause, sondern überall. Also Lebensmittel, die billig hergestellt werden für unsere Märkte, kommen ja aus Afrika und sonst woher, Südostasien. Da fängt es schon bei Landgrabbing an. Die großen Konzerne fahren irgendwo hin, bauen da 10 Jahre was an, dann ist da alles tot, dann ziehen sie weiter und hinterlassen im Prinzip eine kaputte Natur, wo man nicht mehr, also die Menschen, die da leben und eigentlich von der Landwirtschaft leben könnten, theoretisch, wenn sie ihr Land noch hätten, gar nichts mehr anbauen können. Georg, wie siehst du das? Ja, ihr habt jetzt gesprochen von den Produkten, von dem Land, aber das Wichtigste sind ja auch die Menschen. Die Menschen, die aussteigen müssen aus der Landwirtschaft, weil sie nichts mehr damit verdienen. Die Menschen, die bei uns mit der Landwirtschaft aufhören. Die Gesellschaft verändert sich, das Dorf verändert sich. Die sind ja eigentlich alle unzufrieden, die machen das ja nicht freiwillig oder gerne. Wenn man bei uns Familien anschaut, die seit Generationen Bauern waren und müssen jetzt aufhören, weil sie für sich selber beschlossen haben, wir verdienen kein Geld mehr, vielleicht ist es ja nicht einmal so, aber man redet es ihnen ein, verpachten die Flächen, irgendein großer Biogastyp pachtet die schon auf. Das Dorf und die Gesellschaft verändert sich total. Und die Leute, die eigentlich mit Boden, mit Tieren arbeiten, das sind doch eigentlich immer die Menschen, die unsere Gesellschaft gestützt haben. Und das verliert man hier. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, die Menschen, dass die Produkte, die komischen Äpfel, die man, wie du gesagt hast, im Hotel, das ist für mich, wenn ich in Urlaub fahre, immer schrecklich, nur Bio-Hotel, weil die kann man gar nicht essen, schmecken nach Plastik. Wenn man Bio-Produkte kennt und die seit Jahrzehnten isst, dann kann man eigentlich was anderes sowieso nicht mehr essen. Aber wie gesagt, für mich das Ausschlaggebende sind die Menschen. Und das ist bei uns in der Gesellschaft eigentlich das Allerschlimmste. Das verändert sich dramatisch, die Werte verändern sich. Und ich habe bei mir ganz viele Schulklassen am Hof und
was ein kleiner Bub mit 4 oder 5 oder 7 Jahren sagt im Kindergarten oder Schule, mit was definiert der einen Bauern? Mit einem Traktor, möglichst groß, das ist ein Bauer. Und das ist der Wahnsinn. Das ist genau das Gegenteil. Das ist eine Maschine, die nur Geld kostet und sehr viel zerstört. Und das ist der Traum von einem normalen Kind aus dem Großraum München. Ein großer Traktor. Wo ist der Traktor? Alles andere ist weg. Also, die Bauern haben es schwer. Es wird ihnen aber auch schwer gemacht. Der normale Landwirt, wie arbeitet der so, Mogli? Der normale Landwirt auf der Welt oder der normale Landwirt in Oberbayern? Sprich mal von deinem Nachbarn. Also ich bin bei mir im Dorf seit 11 Jahren der einzige Biobauer, trotzdem ein gutes Verhältnis zu den anderen Landwirten. Und bei uns in unserem kleinstrukturierten Oberbayern gibt es eigentlich nur 3 verschiedene Betriebe. Ganz kleine, die aufhören oder nebenher in die Arbeit gehen und noch ein bisschen Landwirtschaft hobbymäßig machen. Ganz große, die alles aufpachten und eine Biogasanlage haben oder 1000 Stiere oder große Schweinemastbetrieb oder 1, 2, 3 Gemüsebetriebe oder vielfältige, so wie ich. Das ist aber die Minderheit. Und ich kann von meiner Landwirtschaft deswegen leben, weil ich so vielfältig bin und auch wahnsinnig viel Zeit in die Direktvermarktung stecke. Ich habe über 100 verschiedene Verkaufsprodukte, viel Gemüse eben, alte Getreidearten, vom Buchweizen über Einkorn, alles Mögliche. Lass Nudeln herstellen und. Das ist aber nicht der normale Betrieb. Der normale Betrieb bei uns geht 1, 2 in die Arbeit, haben vielleicht 100, 150 Stier, bisschen Mais, bisschen Weizen, vielleicht noch ein Raps. Das ist so der normale Betrieb. Und der normale Bauer mit dem normalen Betrieb ist ja irgendwo zu der Überzeugung gebracht worden, dass der Weg der richtige ist. Wie muss ich mir vorstellen, dass dieses Geflecht eigentlich funktioniert? Wie ist das zusammengesetzt aus Düngemittelherstellern, Politik und so weiter und so fort? Kannst du mir das einmal ganz kurz aufblättern? Eigentlich ist es an jedem bekannt. Den Begriff Beiber braucht man nicht nennen. Ist ja in vielen Liedern wird ja das dann besungen auch, wie das Ganze funktioniert. Man kommt als normaler Landwirt nicht aus diesem Schema raus. Meine Lehrlinge, ich habe 2 Lehrlinge zurzeit, wenn die Lehrlinge, die sprechen, kommen wir wieder zum Traktor, die sprechen über große Maschinen, da geht es um Leistung, da geht es um Fläche, da geht es um mehr, immer nur mehr. Und das wird in der Schule vermittelt, das ist eigentlich das A und O. Und wenn jemand im Alter zwischen 16 und 22 ist, so wie wir das auch waren, dann nimmst du das auf und du glaubst es. Und du kommst aus dem nicht mehr raus. Man glaubt das ja. Was soll er denn sonst glauben, wenn man es einem in der Schule lernt? Aber das ist natürlich der Wahnsinn, weil es ist ja immer die ganze Entwicklung immer mehr. Und man kann ja zu dem stehen, wie man will. Auf jeden Fall in unseren Breiten in Oberbayern, egal ob Bio oder nicht Bio, das funktioniert nicht. Da ist ein Ende. Und das sollte man eigentlich vermitteln. Aber ich habe jetzt noch nicht den Schlüssel gefunden, wie man das vermitteln kann, weil ich muss da das gleich sagen. Also das ist nicht so einfach. Also der Landwirt ist in einer Abhängigkeitsspirale. Da spielt die Förderung auch eine gewisse Rolle. Vielleicht kannst du dazu was sagen, Markus? Also ich glaube, vielleicht weiß ich sogar ein bisschen den Schlüssel. Und der Schlüssel ist natürlich Mut. Es braucht natürlich Mut, da auszusteigen. Mut. Mut, ja genau. Mutig. Also man muss mutig sein, wirklich. Und eben aus dem Ganzen auszusteigen, weil sonst ziehe ich auch keinen Ausweg, oder? Und das muss man natürlich sehr, wie bedacht, angehen. Das geht auch nicht von heute auf morgen, oder? Aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es da Möglichkeiten gibt, dass man aus dem Ganzen, aus den ganzen Abhängigkeiten rauskommt, oder? Und es gibt da, sage ich jetzt, im Moment sind es nur sehr wenige Betriebe, generell in Europa, oder? Die aus dem aussteigen, oder? Aber es gibt sie immer mehr und mehr, oder? Und eben das Schlüsselwort ist Mut und es ist Innovation. Es braucht wir wieder bewusst kreative Menschen,
das Jahr wieder was einfallen lassen. Und eben wo der Mogli auch gesagt hat, das Wort Vielfalt. Ich glaube, es braucht ja wieder mehr Vielfalt in dem drinnen, dass man da irgendwo einen Ausweg findet, oder? Weil sonst wird das einfach schwierig. Ich habe mich sehr viel mit der Geschichte von der Landwirtschaft auseinandergesetzt. Bin knapp 20.000 Jahre zurückgegangen, sage ich mal, wo die ersten Tiere domestiziert worden sind, wo die Menschen dann sesshaft worden sind. Mich hat es einfach interessiert, warum oder wie es zu dem gekommen, wie es jetzt gerade ist, oder? Ja. Und ja, und im Moment ist ziemlich verfahren, das Ganze, und es sind ziemliche Abhängigkeiten, das ist ja eine hochpolitische Sache eigentlich, und das ist bewusst, ist das also so gemacht worden, dass man einen Großteil der menschlichen Bevölkerung, und das sind halt nur immer diejenigen, die mit dem Land arbeiten, dass man die abhängig macht. Also im Zuge der Industrialisierung hat man den Großteil der Bevölkerung, die Bauern waren, versucht abhängig zu machen, sprich einfach an dem Geschäft teilzuhaben, zu profitieren, oder wie stelle ich mir das vor? Genau, so ist das. Nur knapp vor 100 Jahren, oder? Da haben wir über 90% der Weltbevölkerung, die haben mit dem Land gearbeitet, mit der Landwirtschaft gearbeitet. Und es waren Betriebe, oder? Wo nur geschlossene Kreisläufe geherrscht haben. Das heißt, geschlossene Nährstoffkreisläufe, die haben ja ein eigenes Saatgut produziert, die haben die Menschen in der Region ernährt, oder? Und die waren wir unabhängig, oder? Und das ist so meine Meinung dazu, ist ja, dass man sehr viel abhängige Menschen haben möchte, oder? Und dementsprechend hat man sich dann wie mal hergesetzt, also Politiker sind da wieder zusammengesessen und haben gesagt, okay, wenn es so viele unabhängige Menschen gibt, da läuft ja irgendwas falsch, oder? Wir müssen ja irgendwo schauen, dass so viele Menschen auch abhängig werden von uns, oder? Und dann ist und dann haben sie die halt wie was einfallen lassen und die haben dann so wie die industrielle Landwirtschaft auf die Welt gebracht, oder? Das hat knapp vor 100 Jahren ist das passiert. Mit dem hat die industrielle Landwirtschaft angefangen, oder? Und dann war der Erste Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, da sind ziemlich viele chemische Kriegsvernichtungsmittel sind übrig geblieben, oder? Und dann hat man auch nicht recht gewusst, wohin mit dem. Dann hat man wie gesagt, ja, das verkaufen wir die Bauern. Und dann verkauft man ihnen auch noch ist Saatgut und man verkauft ja noch die Maschinen nur dazu und schaut, dass man die abhängig macht, oder? Und die ersten, die wir mal angefangen haben, das war Rudolf Steiner, oder? Der biodynamische Landbau, wo der Rudolf Steiner 1924 hat die ersten landwirtschaftlichen Vorträge gehalten. Das waren wir so diejenigen, wo gemerkt haben, hey, da läuft jetzt irgendwas nicht mehr gut, oder? Oder da wird jetzt was, da kommt jetzt was in die Gänge, wo nicht gut kommt, oder? Und dann hat sich eben der biodynamische Landbau entwickelt und dann ist es halt ein paar Jahrzehnte später, in die 50er, 60er, ist dann der Biolandbau, hat sich aus dem außer nochmal entwickelt, oder als zweite Landwirtschaftsform oder als Gegenbewegung, kann man so sagen, oder? Ja, aber dennoch ist es so, dass halt wir die großen Konzerne, dass halt die schon noch schauen, eben, dass die möglichst klar gehalten werden. Und immer in der Zeit, wo ich in Afrika unterwegs gewesen bin, Westküste von Afrika, die Ausbeutung, die ist ja noch lange nicht vorbei, oder? Und wo halt die Menschen noch sehr mit dem Land, mit der Erde verbunden sind und auch noch sehr viel manuell bewirtschaftet wird, habe ich ja die ersten Landwirtschaftsmaschinen gesehen auf die Felder. Das ist natürlich eine Katastrophe in der Klimazone, oder? Wenn man sowas macht, ja. Aber das versucht man natürlich da jetzt auch einzubringen. Also es geht immer erst einmal ums Geschäft. Jetzt unterstelle ich mal, dass auch Menschen einfach gedacht haben, naja, Fortschritt ist doch grundsätzlich was Gutes, wir können Maschinen bauen, also
schauen wir doch auch, dass wir sie sinnvoll einnutzen, benutzen können, verwenden können. Und vielleicht war ja sogar eine gute Idee dahinter, die sich dann als schlecht herausgestellt hat. Ich komme jetzt mal zur Welternährung, weil das heißt ja auch immer, wir müssen so produzieren, weil wir nur so gewährleisten können, dass die immer wachsende Weltbevölkerung überhaupt genug zu essen hat. Gleichzeitig lese ich jetzt mal vor, Angehörige der Mittelschicht in vielen Entwicklungsländern Asiens und Afrikas können sich den Konsum proteinreicherer Nahrung zunehmend leisten. Und der weltweite Rindfleischbedarf wird sich daher bis zum Jahr 2050 voraussichtlich verdoppeln. Obwohl Brasilien lediglich 20% seines Rindfleisches exportiert, rangiert das Land hinter den USA an zweiter Stelle auf der Liste der weltweit größten Rindfleischproduzenten. Werden der steigende Fleischbedarf und die veränderte Landnutzung nicht in kontrollierte Bahnen gelenkt, sind weitere Rodungen des wertvollen Tropenwalds Brasiliens vorprogrammiert. Also die Spirale scheint sich maßlos weiterzudrehen. Und dann ist die reflexartige Antwort immer noch mehr Technologie, noch mehr Monokultur, da muss man halt das Saatgut genmanipulieren und so weiter. Ihr macht es anders, Georg. Warum und wie gut? Ja, wir machen es anders. Ich möchte aber auch noch mal ein Wort zu dem Mut sagen. Eigentlich, wenn du das schon ansprichst, Mut, eigentlich kann ja, das muss man wieder die andere Seite sagen, jeder Bauer hat ja die Möglichkeit, auf seinem Betrieb was zu ändern. Ich bin bei uns total zufrieden. Ich bezeichne mich selber schon als mutig, aber mein erster Ausschlag, wieso ich das mache, was ich jetzt mache, war eigentlich das, dass ich weniger arbeiten wollte, weil ich eigentlich so faul bin. Das war eigentlich das. Nicht Mut, sondern ich habe meinen Betrieb so umgestellt, dass ich weniger Arbeit habe. Ich wollte nicht mehr Geld verdienen, ich wollte weniger Arbeit haben, mehr Freizeit haben, so wie man das als junger Mensch macht. Und da bin ich irgendwie da reingeschlittert, es hat immer alles funktioniert. Und inzwischen bin ich so ein glücklicher Biobauer und es funktioniert super und freue mich über jede Schulklasse und kann das ganz toll vermitteln. Das ist, was mir Spaß macht. Also die Bauern brauchen schon ein bisschen Mut, das selber zu machen. Wir haben es ja in der Hand, sind ja alle Unternehmer. Auch wenn in der Schule das total anders, wo man zum ersten Teil gesagt haben, vermittelt wird oder eingetrichtert wird. Aber trotzdem ist ja jeder Bauer Unternehmer, kann ja machen, was er will. Also du räumst jetzt gleich mal mit dem Vorurteil auf, dass Bio mehr Arbeit macht. Das ist totaler Quatsch. Also ich weiß nicht, ob ich so was erzählen soll, wie ich zu dem gekommen bin. Sowieso. Also, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe mich eigentlich immer nur für Musik, Mädels und interessiert und habe lange Haare gehabt und war das Sorgenkind von meiner Familie. Aber einer von den zwei Buben, mein kleiner Bruder war ein bisschen braver wie ich, einer von den zwei Buben hat ja diesen Bauernhof übernehmen müssen, so wie das in der Tradition ist. Und ich war wirklich faul und war auf der Realschule und auf dem Gymnasium und mein Bruder war nicht auf dem Gymnasium und ich bin dann auf dem Gymnasium mal durchgefallen und dann sind wir plötzlich dann, obwohl er jünger ist, gleichzeitig aus der Schule gekommen. Und dann war der Familienrat und hat gesagt, ja, also einer von den zwei Buben muss jetzt den Bauernhof übernehmen. Dann hat mein kleiner Bruder, der inzwischen Elektromeister ist, selber eine Firma hat und mit dem ich mich sehr gut verstehe, gesagt, ja, er darf das schon machen. Dann habe ich gesagt, halt, ich bin der Ältere. Weil so hat man mich erzogen, dass der Ältere muss den Bauernhof übernehmen. So war das früher bei uns. Und dann bin ich eigentlich nur deshalb Bauer geworden, weil das eigentlich eine Trotzreaktion war. Und dann haben sie mich mit ganz langen Haaren in die Landwirtschaftsschule geschickt und dann war ich da immer ein bisschen anders. Aber es hat mir dann Spaß gemacht und ich habe das auch alles gelernt, von der Lehre bis über die Winterschule und irgendwelche Kurse und dann Meisterprüfung und höhere Landbauschule und alles, was man so in Landsberg dann macht. Und plötzlich hat mir das dann alles Spaß gemacht. Aber ich war immer noch faul. Und meine oberste Priorität war nicht viel Geld verdienen, sondern ich habe mir immer überlegt, ich brauche einen Bauernhof, wo ich nicht wie meine Eltern, und ich habe von meinen Eltern eben einen Betrieb übernommen, 20 Kühe, 20 Hektar, und meine Mama und meine Mutter und mein Vater sind jeden Tag, solange ich denken kann, in der Früh aufgestanden und haben diese Kühe gemolken und auf Nacht, auch Sonntag, Montag, die ganze Woche immer nie in Urlaub. Und das ist doch für einen normalen Menschen unmöglich. Katastrophe, deshalb wollte ich eben nicht Bauer werden. Und dann habe ich mir da in der Schule schon immer überlegt, was gibt es für Lösungen, dass man das nicht machen muss, aber trotzdem schön brav Bauer bleiben, weil das habe ich ja quasi versprochen, dass ich das weitermache. Und dann habe ich mir eben dann dieses Konzept überlegt, wo ich gesagt habe, ich muss meine Kühe
im Winter Trockenstellen, damit ich in Urlaub fahren kann. Trockenstellen, habe ich vorher schon erklärt, die also Trockenstellen heißt, für die Nichtfachleute, die Kuh wird nicht gemolken und jede Kuh im konventionellen und Biobereich wird ungefähr 6 oder 8 Wochen, bevor sie wieder ein Kalb bekommt, Milchkuh oder Mutterkuh, ist egal, wird sie nicht gemolken, die Milchkuh, weil sie eben das Euter regeneriert und die Kuh regeneriert und das Kalb überproportional wächst und in der Zeit wird nicht gemolken. Und in der Zeit, ob ich mir eben ausdenke, das ist super, sind 2, 3 Monate, so habe ich dann 3 Monate verlängert, da kann ich in Urlaub fahren, guten Gewissens, brauche keinen Melker-Aushilfsdienst und brauche keinen, der da irgendwas macht. Und jeder Bauer, der mit Leib und Seele Bauer ist und Kühe melkt, der weiß, wie schwierig das Melken ist und man kann, hat da nie Vertrauen an einen anderen. Und das war einmal mein oberstes Ziel. Ich wollte nicht Biobauer werden, ich wollte nicht viel Geld verdienen, ich wollte Freizeit haben. Und das war mein Einstieg. Und dann ist das alles immer weitergelaufen und dann haben sie mich sowieso für blöd erklärt und dann bin ich gleich Biobauer geworden, weil dann war es eh schon wurscht. Weil das war dann wirklich so. Und es war damals auch im Dorf nur mein Schwager ist Bauer geworden, Biobauer geworden und ich. Und keiner wollte es machen. Dann haben sie das alles Käse, der war Gemüsebauer, dann haben sie ihn alle immer verlacht. Der sitzt da am Boden und man tut da aus, was ist denn das für Arbeit für einen Bauern? Das macht man doch nicht, das kann man doch mit dem Traktor machen und so weiter. So wie jetzt immer noch. Und das war der Einstieg. Und inzwischen bin ich so glücklich, dass ich das gemacht habe, weil ich inzwischen einen Betrieb habe mit 10 verschiedenen Betriebszweigen und, können wir später gerne darüber reden. Und der ist so vielfältig, der Beruf, und der ist so schön. Und wenn ich das immer an meine Lehrlinge vermitteln kann, die meistens auch nicht jetzt auch immer aus der Landwirtschaft sind, und an die Praktikanten und an die Schüler, dann ist da ganz viel gewonnen. Das ist das, da braucht man schon Mut, auch das zu machen. Aber wieder zurück zur Schule, da wird nur betriebswirtschaftlich gerechnet, da geht es nur um große Maschinen und um hohe Deckungsbeiträge und. Das zählt. Also ich bin total glücklich. Wenn ich viele, viele konventionelle Bauern, die ich spreche, sind eigentlich deprimiert, auch wegen der Preise, die sie erzielen für die Produkte, die sie da herstellen, aber natürlich auch darüber frustriert, dass die Produkte, die Basis, die sie ja geliefert haben für die Produkte, dass die Produkte dann im Nettoregal als irgendein Billigstprodukt da landen und das hat ja dann nicht viel mit Stolz zu tun, wenn man sagt, so, das kommt jetzt eigentlich von mir. Du hast jetzt auch schon das Wort Glück in den Mund genommen, was ich sehr schön und wichtig finde. Also der Biobauer hat nicht nur 2, 3 Monate Urlaub im Jahr, wenn er es richtig macht, sondern er ist auch noch glücklicher. Das heißt, in den 2, 3 Monaten kannst du ja die Welt sehen, kannst neue Impulse dir fürs Leben holen und auch für die Arbeit. Jetzt kannst du nochmal kurz erklären, wie du das genau machst mit diesen 2 Monaten. Warum funktioniert das und bei den anderen nicht? Das kann ich schon erklären, aber das weiß ich jetzt schon wieder, dass das der Nachhalt dieser Diskussion ist, dass der Getschi, so wäre ja immer genannt, wieder seinen Schmarrn erzählt, dass der Bauernberuf so toll ist und dass man da nichts arbeiten muss. Aber man muss ja das nur organisieren. Der normale Bauer, so wie ich das auch gelernt habe und wie alle das noch machen, der hat einen Milchviehbetrieb, da kommen die Kälber zur Welt, weil 9 Monate vorher die Kuh besamt worden ist oder gedeckt worden ist und dann läuft es immer weiter und der hat jeden Tag was zu melken und jeden Tag muss er in den Stall und jeden zweiten Tag kommt heutzutage der Milchfahrer und holt die Milch ab, die gekühlt ist auf 4 Grad runter und dann so läuft es immer weiter. Und bei uns ist es halt so, dass die Tiere, wir haben eine sogenannte Standweide, das macht auch ein normaler Bauer nicht mehr heutzutage. Wir haben also unsere Kühe in einem Laufstall seit 1986 und die laufen auf der Weide rum und da kommt ein Stier dazu, manchmal auch 2 und dann werden diese 40 oder 45 Kühe gedeckt, glücklich von einem Stier und dann sind die alle trächtig. Und 9 Monate später kalben sie alle. Und wenn das alles gleichzeitig ist, der Stier schafft es innerhalb kürzester Zeit, dann hat man dann logischerweise kommt in 6 Wochen kompensiert diese Urlaubszeit. Da kann ich fortfahren. Und da also ferkelt kein Schwein, ich habe Schweine auch, und da lammt kein Schaf. Und diese Arbeit des Fütterns und des Schauens, wenn ein Problem ist, muss man halt dann irgendeinen Profi oder Tierarzt anrufen, das schaffen dann die Lehrlinge und die Angestellten. Aber das Melken ist immer noch, egal wer jetzt da wo Bauer ist, Melken ist eine Kunst und Melken ist das, was eben zwischen Tier- und Menschbeziehung das Wichtigste ist. Und das muss funktionieren. Und wenn die beste Kuh nach dem Urlaub, weil irgendjemand, da irgendwas passiert ist, kann ja was passieren,
dann die beste Kuh nicht mehr keine Milch mehr gibt, dann ist das ärgerlich, dann fährt man nächstes Jahr nicht mehr in Urlaub. Weil nächstes Jahr wieder die beste Kuh. Und irgendwann hat man keine mehr. Also ich bin da genauso gestrickt wie die anderen Bauern. Das muss funktionieren. Also am Deckungstag buchst du deinen Urlaub quasi. Ja. Ich war vorher wieder in Afrika, 16 Tage. Super. Mogli, wie läuft das bei euch? Ich würde auch noch gern was zum Mut und zu der Abhängigkeit sagen. Aber bitte. Also was ganz wichtig ist und was total weggegangen ist in der jetzigen Landwirtschaft, dass wir eigentlich unsere Produkte, die wir erzeugen, egal ob sie tierisch oder pflanzlich sind, versuchen in der Region vermarkten oder veredeln zu sollen. Und da kommen wir sofort weg von der Abhängigkeit, weil egal ob Bio oder konventionell, es gibt konventionelle Landwirte, die glücklich sind und welche, die unglücklich sind, es gibt Biolandwirte, die glücklich und unglücklich sind. Das ist eigentlich ganz wurscht. Nur wenn man ein bisschen dahinter ist und versucht, das selber zu vermarkten und versucht, sich Partner zu finden, die da auch Lust drauf haben. Ich sage ein kurzes Beispiel. Ich habe eine super Bäckerei und 3 Biomühlen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich tue fast mein ganzes Getreide von knapp 60 Hektar in Form von Mehl, Grieß und Nudeln verkaufen. Das geht aber nur, weil ich eine Bäckerei habe, die sind in Grünwald, das sind die Brotzeitjungs, weil die jede Woche allein 750 Kilo Roggenmehl kaufen. Kaufen sie aber auch Emmer und Dinkel und Weizen und, also auch Braunhirse und besondere Sachen, jetzt machen sie ein Gerstenbrot. Und das ist das, wo der Landwirt selber gefragt ist, er sollte die Wertschöpfung in der Region lassen. Egal ob bio oder konventionell, wenn ich jetzt mein ganzes Getreide nur an Naturland oder an Bioland oder an irgendeinen Verband verkaufe, dann ist es schwierig davon zu leben. Dann gelangt die Fläche nicht. Dann braucht man wie in Norddeutschland ein paar hundert Hektar, wenn man von seinem Getreide leben will. Und dann geht es eben nur über die Menge. Ich habe den großen Vorteil, dass ich im ersten Jahr auf Bio umgestellt habe, gleich eine ganz schlechte Erfahrung mit der Vermarktung gemacht habe. Und da habe ich mir sofort gedacht, also schlecht vermarkten, das kann ich selber auch. Da brauche ich keinen Zwischenhändler. Und so ist das alles entstanden. Und jetzt durch eben viele kleine Partner und Betriebe, die da mitmachen, die wollen was aus der Region. Ich baue auch Gemüse an und arbeite fast nur mit Gastronomie zusammen in München oder in Erding. Die schätzen einfach die alten Sorten, die schätzen die Inhaltsstoffe und den Geschmack. Denen ist es völlig wurscht, ob die gelbe Rübe jetzt ganz gerade ist und schön ausschaut. Die wollen den Geschmack. Und die können das auch an ihren Endverbraucher, an den Gast im Restaurant weitergeben. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht immer sagen, ja, wir leben ein System, wir müssen das im Großen machen und verkaufen, um überhaupt zu überleben. Wir müssen selber schauen, dass sich was ändert. Weil wenn man immer nur die Schuld auf den Konsumenten oder auf die Industrie oder Politik setzt, ja, dann wird sich auch nie was ändern. Es ist eine Kombination aus Politik, Landwirt und Konsument. Und jeder soll seinen Teil tun. Ich sage immer zum Konsumenten ganz schön, jeder Einkaufsbon im Supermarkt ist ein Stimmzettel. Und wir haben in unserem Breitengraden den großen Vorteil, wir können dreimal am Tag was essen und können das jeden Tag selbst entscheiden. Das können ganz viele in Afrika oder sonst irgendwo nicht. Und 90% der Deutschen sagen, sie wollen kein Glyphosat. Ja, was? 11% der Deutschen kaufen nur Bio-Lebensmittel. Kauft halt alle Bio-Lebensmittel, haben wir kein Glyphosat mehr im Essen. Ja, das ist also zum Thema Mut und jetzt nur kurz zum Thema Welternährung und du hast das Regenwaldabholzen genannt. Ich werde oft gefragt, ja, ist denn nicht regional einkaufen, auch wenn es konventionell ist, schon mal besser? Muss denn alles Bio sein? In den meisten Fällen sage ich, dass regional, gerade in der Tierhaltung, ist eigentlich nur fürs gute Gewissen. Wenn jetzt mein Schwein im Nachbardorf geschlachtet wurde, der Bauer aber Gensoja füttert, was in Südamerika erzeugt wird, wo 1000 Hektar Regenwald abgeholzt werden. Das Gensoja hat tausende Kilometer hinter sich. Der Bauer hier kauft es, weil es günstiger ist wie ein normales Soja, weil er an einem ganzen Schwein 8 Euro oder 10 Euro verdient, wenn es gut läuft. Ja, was bringt mir dann, dass das Schwein im Nachbardorf gestorben ist? Also ich finde auf jeden Fall, dass man sich biologisch ernähren sollte, und einfach die Prioritäten im Leben auf seine Familie, aufs gemeinschaftliche Essen und aufs gesunde Essen setzen. Und was relativ leicht ist, es klingt nur schwierig heutzutage, wie können wir die Welt ernähren, wie ernähren wir uns richtig? Ich sage mal allen, wie ernährt man sich gesund und gerecht und gut, ist einfach, man darf von allem essen.
Ja? Nur von allem in Maßen. Außer Gemüse. Davon kannst du essen, so viel du willst. Ja? Fleisch darf man auch essen, nur halt einfach nicht zu jeder Mahlzeit viel zu viel. Aber wenn du nur Gemüse isst und ein bisschen Fleisch, ein bisschen Milch, ein bisschen andere Produkte, dann reicht es Essen für jeden auf der Welt und wir sind mehr oder weniger gesund ernährt. Es klingt ganz trivial, aber wenn man immer ein Steak essen und eine Soße dazu und Knödel und das Gemüse sind drei Bohnen, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen. Und nur ein Beispiel, aller Tierarten, wir brauchen 7 oder 8 Kilo Getreide, um 1 Kilo Fleisch zu erzeugen. Wenn wir weniger Fleisch essen in Nordamerika und in Europa, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal mehr Güter zur Verfügung, um die Welt zu ernähren. Wie die aufgeteilt werden und wie das, für was die landwirtschaftlichen Produkte verwendet werden, ist natürlich wieder Frage der Politik. Weil wir vorhin das Thema Biogas schon mal erwähnt haben und Politik, Biogas wird ja gefördert. Eigentlich mal eine tolle Idee, aus Abfällen Energie machen, pervertiert, landwirtschaftliche Nutzfläche wird im großen Stil für die falsche Sache gebraucht. Also natürlich muss sich in der Politik auch was ändern. Der Konsument kann Druck auf die Politik ausüben und ihr habt offensichtlich einen Weg gefunden mit Mut und Lust auf Experimente oder weil man sowieso ein bisschen quer steht, was Neues zu kreieren. Erzähl mal bitte kurz, wie das so ausschaut. Probierst du rum, was für Ursprungsgetreidesorten interessant für dich sein könnten, auf kleinen Flächen erstmal oder wie machst du das? Ich probiere sehr viel rum, für meinen Vater auch noch zu viel. Ich lese auch sehr viel, ich lese schon seit Jahren keine Romane mehr, das macht mich nervös, das schaffe ich nicht mehr, sondern nur landwirtschaftliche Bücher oder über die Welternährung, unser Konsumverhalten. Es ist ja nicht immer nur die Ernährung, es geht ja um ganz, ganz viel, wenn wir von Konsumverhalten sprechen. Es ist ja wurscht, ob es die Gentechnik, Baumwolle ist oder unsere Kosmetikprodukte. Das meiste, was wir konsumieren, ist schlecht für die Umwelt. Ich habe für mich gesehen, dass ich gern am liebsten Gemüse esse, das ganze Jahr über. Und dass ich ungern in den Supermarkt gehe und nichts einkaufe. Ich finde es im Winter noch viel spannender. Da habe ich vielleicht 10, 15 verschiedene Lagergemüsearten und muss damit was kochen. Ich koche sehr viel selber. Wir sind auch jeden Mittag jetzt im Sommer zwischen 8 und 12 Leute und entweder mein Vater oder ich kochen oder eine Mitarbeiterin. Und im Winter ist es noch viel spannender, weil man eben kreativ sein muss. Was ich einkaufe, ist Salz und Öl und dann Essig und sonst kaufe ich eigentlich fast nichts ein. Und im Winter muss man mit den 10 Sachen, die man hat, immer wieder was Neues schaffen und machen. Und gerade das Urgetreide, habe ich viel gelesen, aber ich spüre es auch für mich selber, ich esse so gut wie kein Weizen mehr. Nur wenn ich wo eingeladen bin, in einem Kuchen oder so. Aber selber zu Hause esse ich eigentlich nur Einkorn, Emma, Dinkel und lasse auch Emma und Dinkelnudeln herstellen. Und habe ganz viel Erfahrung mit Praktikanten und so, die eben die Weizennudeln immer vertragen. Manche vertragen keine Dinkelnudeln, die essen dann Emma und plötzlich vertragen sie das. Und wenn man jetzt Emma oder Einkorn sich darüber informiert und liest, von der ganzen Genstruktur des Getreides, von der Art der Glutene, die drin ist, ist es viel besser verträglich. Fast noch nicht gezüchtet und es schmeckt dann noch saugut. Und wenn man mal diese Dinkelnudeln zum Beispiel gewohnt ist oder Emma-Nudeln, bin irgendwo eingeladen in einem Restaurant oder bei Freunden, dann esse ich Weizennudeln, ich finde, die schmecken nach gar nichts mehr. Und ähnlich ist es mit dem Gemüse auch. Die alten Sorten, ja, die neuen Sorten, die ganzen Hybridsorten, bei vielen sind die Bitterstoffe weggezüchtet, sie sollen sich lang halten, soll schön ausschauen, nicht krank werden. Ja. Aber schmecken tun es oft nach nichts. Und ich gehe jetzt wieder zurück. Mein Hauptthema die letzten Jahre sind eigentlich Wildkräuter. Die säen wir nicht selber an. Die hast im Endeffekt keine Arbeit damit, außer ernten. Die haben alle Inhaltsstoffe in sich drin, von Vitaminen über Mineralien, Vitalstoffe, die Sonnenenergie. Warum brauchen wir Chiasamen und Goji-Beeren, was sündhaft teuer in irgendeinem Bioladen als Superfood verkauft wird, wenn es bei uns vor der Tür wächst? Wir brauchen nur das Wissen wieder, was in den letzten Generationen verloren gegangen ist. Und deswegen setze ich so auch auf Vielfältigkeit. Mir hat einmal einer gesagt, ja, also sowohl der Landwirtschaftsberater, der Bioberater, wirtschaftlich, du musst dich spezialisieren. Wir haben mich schon längst spezialisiert, aber halt auf Artenvielfalt. Applaus
beim Spezialisieren auf irgendwas fällt mir dann auch ein, dass ja auch viele Bauern dann trotzdem riesen Weizenfelder haben und dann einfach sagen, so, wir machen halt jetzt Weizen, aber Bio-Weizen. Und jetzt fällt mir sofort der Markus ein, weil du beschäftigst dich ja mit was, wo alles miteinander wächst. Also nicht alles, aber im schlauen Zusammenhang zusammenwächst. Erklär uns doch mal ganz kurz, was Permakultur ist. Also zum einen ist Permakultur ist ein Gestaltungskonzept oder Gestaltungswerkzeug und zum anderen ist eine Lebensphilosophie, oder? Und in einer Permakultur oder Permakulturgestaltung, da geht es wir darum, dass man ein System, ein Landwirtschaftssystem, das kann ganz genau so gut ein Gartensystem sein, das wo in sich, wo es geschlossene Kreisläufe gibt, wo in sich sehr vielfältig ist, stabil, sehr langlebig und sehr produktiv. Und das sind alles Eigenschaften, die wo natürliche Ökosysteme auch haben. Oder? Und man hat sich da wie Gedanken gemacht, also wie kann man Landwirtschaftssysteme kreieren, die genauso funktionieren wie Ökosysteme, oder? Und dann hat man Ökosysteme beobachtet und dann hat man aus langen Beobachtungen aus, hat man eben gesehen, okay, Ökosysteme funktionieren so, also eben sie sind sehr vielfältig, Pflanzen sind in Wechselwirkung zueinander, Pflanzen mit Tieren sind in Beziehung miteinander. Und aus den langen Beobachtungen aus hat man sogenannte Gestaltungsgrundsätze definiert. Oder? Und mein Job als Permakulturgestalter, Berater, ist eben, solche Systeme zum Gestalten, die eben stabil sind. Und egal, ob das jetzt auf 1800 Meter Höhe ist oder unten im Tal. Je nachdem auch anders. Genau. Und das kann ich habe Permakultursysteme kreiert in tropischer Klimazone, in komplett salzigen, sandigen Böden, wo normalerweise nichts drauf wächst oder kaum etwas, oder wo irrsinnig schwierig ist, da drauf was zum Kultivieren. Und dann ist man hergegangen und hat da in erster Linie mal beobachtet. Und dann hat man eben ein Permakulturdesign gemacht und hat das dann aufgebaut. Und ein Jahr später war das üppigste Garten, oder? Und das andere extreme Beispiel ist vielleicht in der Schweiz, im Berner Oberland, das ist auf 1200 Meter, auf einem Nordhang, sehr schwere, lehmige Böden, also wirklich ungünstige Lagen, oder? Und dann ist man auch wieder hergegangen und hat wieder ein Design, eine Planung gemacht aus dem draus, und da wird jetzt Gemüse, Kräuter, Pilze, Obst wird da drauf kultiviert. Und das ist einfach nur anhand von der Gestaltung, oder? Und das heißt jetzt nochmal für den Fachfremden, Gestaltung, im Prinzip machst du etwas, du kreierst was, was der Natur so nah wie möglich kommt, weil ihr herausgefunden habt, dass sich Pflanzen gegenseitig helfen, also zum Beispiel Mineralien hin und her schieben, aber auch beschatten, die Großen können die Pflanzen zum Beispiel beschatten, die gar nicht zu viel Sonne haben wollen und so weiter und so fort. Das heißt, Pflanzen sind relativ dicht miteinander auf einem Feld. Ich habe mal gehört, und das finde ich total faszinierend, dass der Ertrag bei einer Permakulturfläche ums Vierfache höher ist als bei einer monokulturellen Fläche. Stimmt. Ja, das stimmt, oder vielleicht noch mehr. Je nachdem, wie die Gestaltung ist, je nachdem, wie die Klimazone ist, die Bedürfnisse, wo man hat oder wo man dort machen kann. Das ist ja so. Also eigentlich kann man doch sagen, dass jetzt im Gegensatz zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, Technisierung, Maschinen, Düngemittel und so weiter, wenn man jetzt sich anschaut, wie es die Natur macht, und das macht ihr ja auch ganz viel, ihr schaut ja auch, wie du es gerade erklärt hast, wie du es schon erklärt hast, ihr schaut ja auch viel auf die Natur und entwickelt ein Gespür, ihr seid nicht nur die Beipackzettel von dem Hersteller von den Düngemitteln lesen und dann anwenden, sondern ihr arbeitet ja auch mit Gespür, dann kann man letztendlich von der Natur so viel abschauen, dass man die Technologien leicht ersetzen kann. Richtig? Leicht ersetzen ist vielleicht ein bisschen viel ausgedrückt, aber man kann und sollte gerade als Landwirt sehr viel von der Natur
auch schon. Wir Landwirte, wir reden immer von guten oder schlechten Böden. In der Natur gibt es keinen guten oder schlechten Boden. Auf dem einen wächst halt das und auf dem anderen wächst wieder was anderes. Und ich sage mal so, die Natur oder der Herrgott, der hat da schon die Pflanzen geschaffen, die da wachsen. Ja? Die einen, die können wir essen und können wir verkaufen und freuen uns, wenn wir viel ernten. Wenn dann andere dazwischen kommen, die den Ertrag von der einen minimieren, dann ist es gleich eine schlechte Pflanze für uns. Ja? Aber gerade beim Thema Beikraut oder Unkräuter, das habe ich in meinem Bodenkurs, den ich vor 2 Jahren gemacht habe, die Grüne Brücke heißt der, gelernt, jede Pflanze hat einen ganz bestimmten Grund, warum sie kommt. Und wenn wir auf einem Acker, wie wir es nennen, zu viel Unkraut von einer Pflanze haben, dann ist der Fehler sicher nicht in der Natur, sondern am Landwirt. Und ich habe da so ein paar Beispiele gelernt in dem Bodenkurs und plötzlich sitzt am Bulldog oder gehst über dein Feld und dann macht es plötzlich Klick im Kopf. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel zu viele Disteln auf einer Fläche hast, auf einem Acker, dann ist es zu 90% ein Zeichen dafür, dass du an dem Feld zu nass und zu feucht gearbeitet hast mit der schweren Maschine. Und plötzlich gebe ich ein Feld lauter Disteln und da habe ich das in dem Kurs gelernt. Und letztes Jahr war ja späte Ernte, später Aussaatzeitpunkt, da war es feucht und ob es nochmal abdrücken, dann musst du zum Säen fahren und hast feucht gesät oder nicht ganz trocken, relativ feucht und hast die Disteln drin. Und so gibt es eigentlich für fast alle Pflanzen. Ja. Und wir sollten uns ein bisschen mehr danach richten. Und ich habe zum Beispiel auch den Grundsatz bei mir im Dorf, wenn es jetzt einmal geregnet hat, und die Bauern aufs Feld fahren, die warten dann immer nur mal einen Tag mehr. Aber wenn es einen schon juckt, ja, weil man es ja oft auch eilig hat wegen den Wetterbedingungen, ich warte lieber noch einen Tag mehr, bis ich aufs Feld fahre, damit der Boden eben gut abgetrocknet ist. Georg, du hast ja hauptsächlich Vieh, gell? Na, unter anderem. Ja. Du hast ja schon gesagt, ich habe hauptsächlich Freizeit. Und nur jetzt einmal zum guten Verständnis, du hast nicht nur Freizeit, sondern du lebst auch davon. Also einfach mal erklärt, ganz spannend ist das, was dir deine Berater gesagt haben, du sollst dich spezialisieren. Gell? Das ist das Grundübel in der Landwirtschaft. Genau das habe ich eben nach der Landwirtschaftsschule auch gemacht. Ich habe einen Stall gebaut für 30 oder 40 Kühe, 50 waren dann drin. Einen Stall mitten auf der Weide draußen, so habe ich mich spezialisiert mit dem, weil ich mich da spezialisiert habe, ich das genehmigt bekommen und so weiter, so ist das, hat das begonnen. Jetzt, 30 Jahre später, weiß ich, dass genau das Wichtigste ist, dass man variabel ist. Wir haben bei uns auf dem Bauernhof Milchkühe, wir haben Mutterkühe, wir haben Schweinezucht, wir haben Schweinemast. Ich habe Herde Schafe, wo ich das Lammfleisch verkaufen kann. Ich bin ein Direktvermarkter. Ich habe Ackerbau, ich habe einen geschlossenen Betriebskreislauf, aber 35 Hektar Acker, 35 Hektar Wiesen und Weiden. Ich habe eine Brennerei, ich habe einen Wald, ich habe einen Schulbauernhof und einen Lernortbauernhof und ich habe sonntags einen Hofkaffee. Also ganz viele verschiedene Sachen, aber alle klein. Alle so klein, dass es, wenn es nötig ist, immer nur ich selber oder meine Frau oder mit 2, 3 guten Mitarbeitern kann man das alles schmeißen. So klein muss es sein. Aber ich bin total variabel und der ausschlaggebende Punkt für uns war damals 1998, die älteren Menschen werden sich daran erinnern, 1998 war das mit BSE. Da habe ich schon Rinder gehabt und wir haben Milchvieh gehabt und plötzlich hat keiner mehr Rindfleisch gekauft. Aber ich habe innerhalb von 2, 3 Monaten meine damalige 150-köpfige Mutterschafherde plus ungefähr 100 oder 200 Lämmer in 3 Monaten quasi komplett vermarktet über Naturland oder über die Landfrau, weil alle plötzlich Lammfleisch essen wollten, weil keiner mehr Rindfleisch gekauft hat. Und das war für uns so ein Punkt. Das war super für uns. Wir haben die Mindereinnahmen im Rindfleischbereich kompensiert über die Schafe und die anderen haben gejammert, mit Grund haben sie gejammert, aber wir haben es halt damals schon anders gehabt. Und dann haben wir uns, wenn man heutzutage sagt, noch breiter aufgestellt, dann haben wir die Schweine intensiviert,
Dann haben wir mit verschiedenen Aktionen versucht, ein Brennrecht zu bekommen, was eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Aber nur als Beispiel, was man da alles für einen Blödsinn schreiben muss. Ich habe schreiben müssen, dass es für das Überleben von dem Bauernhof notwendig ist, dass ich ein Brennrecht habe. Und das ursprüngliche ist, weil ich für meine Schulklassen eine sinnvolle Arbeit brauche, weil ich geschrieben habe, die müssen Beeren sammeln, die wir dann verarbeiten. So habe ich das formuliert und dann habe ich ein Brennrecht gekriegt. Das muss sonst keiner kriegen, du musst Ideen haben. Aber zurück zu dem, was ich sagen will, breit aufstellen, keine Arbeit scheuen. Natürlich musst du nicht nur Traktor fahren können und gut rechnen können, sondern du musst dann auch reden können und du musst das ehrlich meinen und dann direkt vermarkten, den wir natürlich auch, also wir dann alles direkt vermarkten, außer die Milch, die geht zu Berchtesgadener Land. Alles andere wird ab Hof verkauft und ein Teil unserem Rindfleisch, das Murner Werdenfelser Rind, geht zum Schor nach München am Viktualienmarkt zum Lochbiller Jürgen. Das sind unsere, mehr haben wir nicht. Und alles andere verkaufen wir ab Hof. Und ich behaupte, wenn du das ehrlich machst und dem Kunden das nachvollziehbar schilderst und der Kunde das nachvollziehen kann, geschlossener Betriebskreislauf, wir kaufen nichts zu außer Salzsteine, Mineralsteine. Und wenn unser eigenes Getreide mal aus ist, dann kaufe ich halt, kann die Tiere nicht hungern lassen, ein Biogetreide dazu punktuell oder ein Biokraftfutter, was ja auch nichts anderes ist als Biogetreide. Das meint ja der Laie immer, dass Kraftfutter was Schlimmes ist. Kraftfutter ist ja nichts anderes. Wird geschrotetes Getreide und dann gepresst. Das ist ein Kraftfutter. Und so kann ich im Endeffekt jedem, der ganz, ganz gescheit ist oder ganz, ganz blöd ist, sofort erklären, in meinem Fleisch ist nichts anderes drin, als das, was bei mir gewachsen ist, von mir verarbeitet worden ist. Das Tier ist hier am Hof geboren und wird im Schaf- oder Kleintierbereich auch noch am Hof geschlachtet. Da brauche ich auch keine Werbung, läuft alles von alleine. Aber ich muss zugeben, da habe ich auch einige Jahre gebraucht, bis ich draufgekommen bin auf das. Aber jetzt funktioniert das, weil es so einfach ist. Und du machst es super. Du bist da, bist so jung, du wirst nur so enden, ja auch mit Tieren, noch, wirst schon sehen. Weil das, der Betrieb braucht, also für mich, ich bin zwar kein Demeterbauer, sondern ein Naturlandbauer, für mich braucht einfach eine Landwirtschaft auch Tiere, weil ich einen Dünger brauche, weil es dann alles einfacher ist und. Das von den Hühnern sage ich jetzt nicht, zum späteren Zeitpunkt erzähle ich das von den Hühnern. Ich will ja nicht langweilen. Weil du jetzt gerade deine Tiere erwähnt hast, jetzt komme ich nochmal zurück zum konventionellen Bauern. Ich war gerade viel in Norddeutschland, da gibt es ja diese Riesenbetriebe mit, weiß ich nicht, wie viel tausend Schweinen oder Rindern oder sonst was, oder 10.000, 30.000 Schweine und sonst irgendwas. Die Bauern, wenn man dann spricht, die haben ganz offensichtlich überhaupt keinen Bezug mehr zu ihren Tieren, wie auch, ist halt einfach nur eine Ware, die möglichst effizient irgendwie von hinten nach vorn. Auch ich war auch schon in Niederbayern, wo die Bauern mir dann erzählt haben, ja, ich bin doch kein Viehtreiber nicht, ich definiere mich über die PS von meinem Traktor und dann gesagt, ja, dann habe ich gefragt, wann hast du dann Kontakt zu den Tieren? Ja, also ich war halt vorne rein und hinten wieder raus und dann sehe ich es einmal kurz, so ungefähr. Jetzt möchte ich von dir hören, dass das schön ist, wenn man zu den Tieren mehr Bezug hat. Ich finde das sehr schön, muss aber auch sagen, dass ich, wo ich ja entstanden bin als Bauer, auch so begonnen habe. Ich wollte das auch nicht. Das war ja auch Arbeit. Man muss da den Bezug finden. Und ich muss ehrlich sagen, dass viele Menschen, die außerhalb von der Landwirtschaft stehen, einen anderen Tierbezug haben. Und den habe ich auch erst wieder lernen müssen. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass den Tieren gut geht, weil einfach, wenn man sich mit der Sache intensiver befasst, dann merkt man bei einem Fleisch, du isst jetzt kein Fleisch, ich esse auch Fleisch, sogar gerne, aber nicht oft. Am liebsten esse ich Nudeln mit Soße. Das ist so. Und bin kein Fleischesser, mein Bruder isst immer Steaks, der raucht ja auch, das ist ganz anders. Und, aber das Wichtigste ist, dass du das Tier magst. Wenn du ein Bauer bist, der kein Tier nicht mag, dann musst du einen anderen Beruf suchen. Und ich mag meine Tiere und bin stolz drauf, wenn die Tiere gut ausschauen. Meine Werdenfelser Rinder sind die schönsten Kühe der Welt. Und ich freue mich auch, wenn die Rinder gut zunehmen und die Schweine auch, weil es dann, obwohl es dann irgendwann mal geschlachtet werden. Und ich führe in der Regel die Tiere, die geschlachtet werden, selber ins Schlachthaus und dann dort der Metzger diesen Schussapparat drauf und dann fällt das Tier um. Das ist bei manchen Tieren, denkt man sich, ja, das ist jetzt schade. Und bei manchen Tieren denkst du,
okay, passt. Und bei manchen Tieren sagst, muss man auch sagen, dass du denkst, ja, endlich, weil die, es gibt ja bei den Tieren auch welche, die mal ärgern, nicht im Negativen, sondern einfach, es ist einfach so. Und dann hat man zu jedem Tier einen anderen Bezug und bei uns haben die Tiere auch alle Namen, mit Ausnahme der Schafe, die haben nur die negativen Namen, oder wenn es ein Schlappohr ist oder so irgendwas, weil es einfach zu viele sind, aber alle Rinder haben einen Namen und auch die Schweine haben alle einen Namen und das ist ein ganz anderer Bezug und das Fleisch, könnte man für alle Leute für blöd erklären, ein Fleisch von einem Tier, dem es gut gegangen ist bis zum Lebensende, das schmeckt anders. Das ist so. Wenn das Tier dann noch aus einem Heumilchbetrieb kommt, der keine Silage füttert, schmeckt es noch besser. Aber ich habe immer ich mag meinen Bruder sehr gern, habt ihr das schon gemerkt, und der raucht, ich habe früher auch mal geraucht, der schmeckt das nie, was ich schmecke. Der schmeckt das nicht. Der ist das Gleiche, der konnte es nicht schmecken. Und das ist auch wieder, kommen wir wieder zum Geschmack, die Schulklassen, die zu mir kommen, ja, wenn die Kinder schon von Haus aus mit Ketchup und Soßen praktisch immer gefüttert werden, die werden das nie schmecken. Nie. Die merken das gar nicht. Jetzt habe ich deine Frage wieder nicht beantwortet. Jetzt ist es wurscht, ich habe meine Frage auch schon längst vergessen. Weil du jetzt gesagt hast, ein solches Fleisch schmeckt besser. Ich habe ja ganz am Anfang schon erzählt, dass das Fleisch, was man im Supermarkt kauft, ja oft gar nicht mehr viel mit Fleisch zu tun hat. Also das ist ja dann gar keine, weiß man manchmal schon gar nicht mehr, darf man das überhaupt noch Fleisch nennen. Die spannende Frage ist ja jetzt auch immer, kann man die Weltbevölkerung auf die Art und Weise, wie ihr es macht, überhaupt ernähren? Oder kann das immer nur was für so Hipster-Leute aus Berlin und München sein, die sich sagen, ja, ich ernähre mich jetzt gesund und ich bin sowieso dafür, dass alles gut behandelt wird und der Rest soll halt weiter den Scheiß fressen sozusagen. Oder geht es anders? Also können wir das hinkriegen? Du kannst uns jetzt anhand eines Apfels erklären, wie das überhaupt so bestellt ist um unseren Globus und die... Ich bin schon ganz gespannt auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Magst? Mhm, sehr gern, ja. Soll ich dir das Mikrofon dabei halten? Ja, das ist gut. Apfel, der Apfel. Genau. Und zwar kann man eben anhand von einem Apfel sehr gut erklären und es ist sehr, sehr gut darstellen, wie wichtig das eigentlich ist, wie wichtig das ist, dass wir auf unserem wunderbar schönen Planeten Erde, dass man mit dem achtsam umgehen, oder? Und ich erkläre das immer gern anhand von einem Apfel. Und wir sollten uns jetzt wir vorstellen, dass dieser Apfel ist unser Planet Erde, unser Heimatplanet, den wir da beleben, ob wir da jetzt für Österreich, für der Schweiz, für Deutschland sind, oder das ist einfach unser Mutterplanet, unser Heimatplanet, oder? Und unsere Mutter, wir nennen den auch Mutter Erde, in anderen Sprachen heißt der Pachamama, Madre Tierra. Also es wird immer irgendwie mit Mutter in Verbindung gebracht. Und ich glaube, in vielen anderen Sprachen ist das nicht anders, oder? Und was macht eine Mutter? Sie liebt bedingungslos und sie gibt und gibt und gibt, oder? Und so gibt uns auch unser Planet immer und immer und immer noch, sag ich. Die Frage ist einfach nur, wie lang gibt das noch, oder? Und unsere Mutter oder unser Mutterplanet, der ist schon sehr alt. Man sagt 4,6 Milliarden Jahre. Und ist seit 4,6 Milliarden Jahren ist der einfach in Entwicklung, in stetiger Entwicklung. Und erst unlängst, also ein paar Sekunden zurück, sind einmal die Menschen auftaucht, kann man so sagen. Und ich teile jetzt den Apfel einmal in vier Teile, oder respektive unseren Planeten. In vier Teile. Und wie wir noch wissen, von der Schule, wenn man dort gewesen ist, und ich bin da auch nicht oft gewesen, dann wissen wir, dass unser Planet so überwiegend aus Wasser besteht. Also drei Teile sind Wasser, das sind die ganzen Ozeane, oder? Und ein Teil ist Land. Und ich habe da wir die ganzen Ozeane und unsere ganzen Kontinente. Das ist nämlich auch nochmal interessant, dass sowohl unser menschlicher Körper oder der Körper von Tieren oder der Körper von Pflanzen besteht so überwiegend aus Wasser und so besteht auch der Körper von unserer Mutter Erde so überwiegend aus Wasser. Das finde ich auch nochmal sehr interessant, oder? Also der Bauplan ist ziemlich ähnlich, oder? Und
Wir haben zwei Drittel Wasser und wie auch die meisten, glaube ich, von uns wissen, sind 96% sind Salzwasser und nur sehr wenig ist Trinkwasser, oder? Und aus den paar Prozent Trinkwasser ist auch noch ein hoher Prozentteil ist in Gletscher und Eis gebunden, oder? Und wir leben in einer sehr gesegneten Klimazone, sage ich jetzt einmal. Also bei uns fließt das Wasser, kommt aus dem Berg raus, oder? Und wir haben noch eine gute Quelle oder einen guten Bezug zu Wasser. Aber in anderen Ländern ist das schon mal nicht so, oder? Aber gut, wir wollen uns mehr mit dem Land befassen und darum gebe ich das jetzt einmal, zur Seite, oder? Und das, wo wir da sind, das sind wir unsere ganzen Kontinente und das teile ich jetzt nochmal zur Hälfte und habe auf der einen Seite Wüsten, Gebirge, Gebirgszüge, Gletschermassiv und Wälder. Also Flächen, wo man eigentlich keine Nahrung drauf kultiviert. Und gibt das zur Seite und der Teil, der bleibt dann übrig. Und den Teil jetzt nochmal in vier Teile. Der Teil, das sind unsere Städte. Und wo noch vor ein paar Jahrzehnten irgendwelche Fischerdörfer gewesen sind, sind heutzutage Megacities, oder? Und auch in die Städten, die uns umgeben, bei mir ist Zürich, da ist München, und man sieht das, es wird baut und baut, und die Städte, die wachsen immer mehr und mehr. Und irgendwo wertvolles Land, wo eigentlich Nahrung drauf kultiviert wird, das verschwindet, oder? Heutzutage leben über 60% der Menschen leben in Städte, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das möchte ich jetzt da gar nicht bewerten, warum das so ist. Es ist einfach so und das ist Tatsache, oder? Also das ist wie eine Fläche, die wo nicht mehr bewirtschaftet wird oder sehr schwer bewirtschaftet wird. Der Teil, das sind unsere Autobahnen und Parkplätze. Es gibt Luft, also unsere Autobahnen sind zweispurig und aus einer zweispurigen Autobahn macht man vierspurige Autobahnen, oder? Das sind Parkplätze, es gibt Luftbilder, oder? Die ganzen Einkaufszentren, die ganzen Parkflächen, die es braucht mittlerweile. Man hat ein Auto, man braucht zwei Autos, jetzt braucht man nur drei oder vier Autos, oder? Unser Transportweg, klar geht der über den Seeweg, aber hauptsächlich geht er über die Straßen, oder? Und die Straßen braucht es natürlich, damit unsere Grundbedürfnisse abgedeckt werden. Und tagtäglich wird fruchtbares Land wird irgendwo versiegelt und es entstehen weitere versiegelten Flächen, oder? Der Teil, das ist unfruchtbares Land. Man sagt Barren Land dazu. Oder Land, das wo man nicht bewirtschaften kann, weil es vielleicht harte Böden sind. Oder vielleicht ist einmal was drauf bewirtschaftet worden und jetzt kann man es nicht mehr bewirtschaften, weil es erodiert sind, weil es unfruchtbar geworden sind, oder? Also gebe ich das auch hier zur Seite, oder? Und der Teil, der wo dann übrig bleibt, das ist ein 32. von dem Ganzen, aber auch nicht alles, sondern das ist nur die Schole davon, sprich die paar Zentimeter und da unsere Füße. Das ist der Teil, der im Moment knapp 8 Milliarden Menschen ernährt. Und die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wird auf dem Teil drauf kultiviert. Und wenn wir weiterhin wir auf so eine Art und Weise mit unserer Mutter Erde umgängen und das Land dementsprechend bewirtschaften, industrielle Landwirtschaft, das Land vergiften, dann weiß ich nicht, wie es mit kommenden Generationen, was die für eine Böden zur Verfügung haben. Oder? Und aus meiner Sicht ist der biologische Landbau oder das Gestaltungskonzept der Permakultur. Und ich habe ja vorher gesagt, es gibt da noch die Ethik in der Permakultur oder die Lebensphilosophie dahinter, wo es eigentlich darum geht, dass man wieder einen achtsamen Umgang mit unserer Erde hat und einen achtsamen Umgang mit den Menschen auch wieder hat und dass man auch wieder gerecht teilt. Ist das ein wunderbares, Konzept oder Lösungen, wo man nicht nur damit umgeht, wie man das fruchtbar
erhalten kann, wo man wieder aktiv Humus aufbaut. Oder? Unser Planet, der hat 2000 Jahre gebraucht, damit 10 cm Boden aufgebaut wird. Oder? 2000 Jahre. Und wir haben das zusammengebracht, dass man innerhalb ein paar Jahrzehnte, dass man das kaputt macht. Oder? Und all mit diesen Möglichkeiten oder mit diesen Konzepten kann man das wirklich wieder fruchtbar machen, wieder aktiv aufbauen. Es gibt Möglichkeiten und Techniken, wo man unfruchtbares Land wieder fruchtbar machen kann. Speziell die Permakultur hat da Strategien. Das habe ich ja vorher schon gesagt, die kann salzige, unfruchtbare Böden wieder fruchtbar machen. Und Permakultur befasst sich ja sehr viel mit den Städten oder urbaner Permakultur. Weil man macht sich natürlich auch Gedanken, okay, wenn schon so viele Menschen in der Stadt leben, oder? Wie leben denn die Menschen dort, oder? Von woher kriegt die eine Nahrung? Von woher kommt das Wasser? Von woher kommt die Energie, oder? Und da spricht man von urbaner Permakultur. Und da gibt es Konzepte wie diese Transition-Town-Bewegungen, oder wo man sich wirklich Gedanken macht, wie können sie auch die Menschen in der Stadt möglichst oder weitestgehend selbst versorgen, oder? Da gibt es ja mittlerweile schon Vertikalgartensysteme, Dachbegrünungen, Gemeinschaftsgärten, öffentliche Flächen, die da wieder bewirtschaftet oder wieder kultiviert werden. Ja, und man macht sich natürlich auch Gedanken, wie hält man das Wasser sauber, oder? Man kann Pflanzenkläranlagen bauen, oder? Man kann das Grau- oder Schwarzwasser wieder reinigen. Also das sind wir nur Lösungen. Sag mal, ganz banal, vielen Dank für das sehr anschauliche Bild. Ganz banal, deine Bauern, pflügen die noch? Kaum, sage ich jetzt einmal. Es geht sehr viel um Nullbodenbewirtschaftung, um kaum Eingriffe mehr in den Boden, weil es immer so ist, eben in der Vergangenheit, da sind Böden bewertet worden, entweder sind sie gut oder sie sind schlecht irgendwie, aber was wir unter unsere Füße abgeht, das ist ein Kosmos, da reicht wahrscheinlich ein Menschenleben gar nicht aus, dass man das irgendwie begreift, oder? Also man sagt, wenn ich jetzt da eine Erde haben würde, oder so ein Teelöffel Erde, da leben mehr Mikroorganismen als Menschen überhaupt auf der Erde, oder? Und das ist so komplex wie das Ganze, oder? Und erst so in die letzten Im letzten Jahrzehnt oder die letzten Jahre hat man sich eben mit dem befasst, oder? Und hat eben gemerkt, wie komplex das ist, wie sensibel das ist, oder? Und wie schnell, dass man was kaputt machen kann, wenn man eben eingreift, wenn man eben pflügt. Und jetzt ist man halt, ist man da gezwungen worden, eben weil man zu tief pflügt hat, weil man zu sehr eingegriffen hat. Und dann sind starke Niederschläge gekommen und das Land ist erodiert. Und man hat wirklich von einem Moment am anderen hat man komplett umstellen müssen. Und die, die halt umgestellt haben, die machen komplett die Nullbodenbewirtschaftung. Also man greift gar nicht mehr ein, sondern man fügt einfach nur hinzu und fügt hinzu und man fügt hinzu. Und das machen ja Ökosysteme nicht anders. Manchmal kommen Tiere, die greifen ein, die pflügen vielleicht auch, oder? Aber sonst kommt immer organisches Material, wird immer, oder Saatgut, wird immer hinzugefügt. Da gibt es mittlerweile auch schon immer mehr und mehr Projekte weltweit, die das so machen. Georg, wenn du so viel Freizeit hast und reist, besuchst du dann auch mal einen Kollegen da, wo du hinreist? Ich habe es gewusst, dass das immer dann wieder auf das kommt, auf die Freizeit. Natürlich. Schauen wir natürlich in jedem Land, wo ich bin, da kommt man gar nicht aus seiner Haut raus. Egal, ob jetzt Südtirol oder Afrika oder Ägypten oder was weiß ich, wo überall war die letzte Zeit, natürlich Landwirtschaft auch. Und hast du auch schon mal was gelernt? Na, ich frage nur, weil es kann ja auch sein, dass dass dann auch Sachen gibt, die interessant sind. Könnte ja sein. Ich muss jetzt wieder ganz komisch antworten. Ich finde, dass man in anderen Ländern die Gelassenheit lernen kann, die wir nicht haben. Auch in der Landwirtschaft ist es immer totaler Stress. Also die sind alle irgendwo gelassener wie wir. Ob es das dann betriebswirtschaftlicher Vorteil oder Nachteil ist, das kann man ja diskutieren. Das ist ja was anderes. Aber das kann man auf jeden Fall weltweit lernen. Aber ich muss zugeben, mein Hobby ist ja Wein
Und deshalb schaue ich natürlich immer dahin, wo es Wein gibt und trinke natürlich auch Wein. Das ist mir auch wichtig. Weil Wein habe ich vergessen, Wein habe ich auch noch. Oberbayerischen Wein? Ja, aber da muss ich zugeben, wir haben 2003 mal 180 Rebstöcke gepflanzt, weil eben mein Hobby Wein ist. Und dann sind die Rebstöcke immer weniger geworden. Entweder hat der Praktikant das falsche Unkraut rausgezupft oder ich bin mit dem Rasenmäher jetzt nach hingefahren oder die Wühlmäuse haben das angefressen. Das ist sehr, wir haben da zu gute Böden, da sind Wühlmäuse drin. Oder, das ist eigentlich der Hauptgrund, dann haben wir im Mai Fröste und somit haben wir jetzt vielleicht nur Zähne. Und dann haben wir aber tatsächlich, haben wir 2007 400 Kilo Weintrauben geerntet und haben dann da auch Wein draus gemacht, aber ich bin froh, dass nichts mehr übrig ist von dem Wein. Also der schmeckt nicht so gut. Aber es sind lauter so Sachen, die muss man, da kann ich mich dann nicht aufhalten, auch wenn alle sagen, das funktioniert nicht, das muss ich selber machen, damit ich selber weiß, das geht nicht. Dann glaube ich es erst. Aber es ist eine tolle Erfahrung. Und das war der Einstieg eben dann in die Brennerei, weil dann habe ich gesagt, irgendwas müssen wir mit dem Wein machen, was können wir, den müssen wir Schnaps brennen. Und dann haben wir eben die Lücken, die kaputt waren, mit Himbeeren, mit Apfelbäumen und so weiter. Und dann haben wir eben dieses Brennrecht gekriegt und dann ist wieder alles in Butter. Und den Schnaps haben wir auch begonnen zu brennen, auch als Laie quasi, haben wir gesagt, wenn keiner kauft, sauft man selber. Und dann ist es aber jetzt so, dass wir immer ausverkauft sind, weil wir eben Kleinmengen haben, weil wir eben nur 50 Liter im höchstens im Jahr brennen durften. Jetzt hat sich das wieder alles geändert, das Brennrecht ist ja europaweit geändert worden. Jetzt dürfen wir sogar 300 Liter brennen, wo wir nie schaffen werden, und dürfen sogar Wodka machen und alles Mögliche, will ich gar nicht, also wieder Glück gehabt. Das ist lustig, jetzt irgendwie, wenn man zurückdenkt an die Geschichten von Bauern von ganz früher, das harte Leben des Landwirts, und dann kommt die Technisierung und dann wird alles gut, aber irgendwie kommt man vor, als wäre es das Gegenteil. Ihr seid irgendwie wie so beste Beispiele für fröhliche, innovative Spielwiesenbauern. Ihr habt Spaß an dem und dem und leben könnt es auch noch davon. Und die Technik steht nicht im Vordergrund. Ja, es mag vielleicht nach außen so ausschauen, aber ganz so ist es natürlich auch nicht. Ich probiere sehr viel rum und versuche andere Sachen aus. Für meinen Vater ist ein bisschen viel. Das hat sehr viele Vor- und Nachteile. Oft bin ich schon zufrieden mit dem, was ich mache, aber auch nicht immer. Und das ist natürlich ein Knochenjob und das jeden Tag. Man sollte es schon nur machen, wenn man überzeugt ist und wenn man es auch gerne macht. Und sich den ganzen Tag nur beschwert, das hat nicht geklappt und das ist schwierig. Es geht darum im Leben, also der Weg ist das Ziel und es geht um Fehler machen. Es kommt nur darauf an, der Blöde macht immer wieder dieselben Fehler und der Gescheite macht halt immer wieder neue Fehler. Und darum geht es, dass man im Leben immer wieder neue Fehler macht. Man muss ausprobieren, man muss für sich seinen Weg finden. Und man kann ja gerne mal bei einem Betriebszweig, der gut läuft, der einem gefällt, sagt, okay, da bleibe ich jetzt so und mache das so und vielleicht wieder Zeit in was anderes investieren. Aber es ist nicht so, dass man nur über den Hof geht und Viecher streichelt und am Abend da sitzt mit einem halben Bier und den Sonnenuntergang anschaut. Also bei mir ist bei schönem Wetter selten so, dass ich ins Haus gehe, bevor es hell ist und dann mal nur 2 Stunden Büro. Und das ist eigentlich 6 Tage die Woche so. Und am Sonntag ist der große Vorteil, dass das Telefon ein bisschen weniger klingelt. Jein. Markus, ich habe einen, weil du gerade gesagt hast, der Weg ist das Ziel, da fällt mir ein japanischer Bauer ein, der hat ein berühmtes Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, Der große Weg hat kein Tor oder so ähnlich, gell? Der war so faul. Ja. Der war Lust, auch wahnsinnig der faul. Zu arbeiten kann. Ja, und der hat dann festgestellt, was genau, Markus? Ja, jetzt weiß ich nicht genau, was du meinst. Aber also ich meine einfach, der hat ja rumexperimentiert, der wollte ja irgendwie rausfinden, der hat gesagt, ich lasse alle Traditionen weg, also sowohl die konventionellen als auch die anderen. Ich mache das jetzt, ich finde jetzt mal selber raus, wie es eigentlich am besten gehen würde und hatte auch einen Heidenspaß daran, dass je erfolgreicher wurde, desto weniger hat er arbeiten müssen. Genau. Also er hat auch die Natur als Vorbild genommen und hat sich gedacht, also wenn die Natur so nachhaltig eigentlich und mit so wenig Arbeitsaufwand, sage ich mal, ihre Biotopformen oder ihre Ökosysteme bewirtschaftet, oder? Dann muss doch das für uns Menschen ja auch möglich sein, oder? Und hat dann angefangen, das so zum Wirtschaften, wie die Natur das machen würde, oder? Sie hat
Und er hat dir nichts weggenommen, sondern er hat dir immer was gegeben. Und geben und geben, oder? Und zwar in Form von, wenn ich es richtig im Kopf habe, Klee als Dünger und Stroh irgendwie drauf und so. Und ja, dann auch, erzähl du. Also nicht nur, er hat natürlich biologische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt, oder? Das sind Pflanzen und Tiere. Und hat mit verschiedenen Pflanzen experimentiert, mit Leguminosen, oder? Hat tierische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt als Mitbewirtschafter in dem drinnen, oder? Und der hat zum Beispiel auch nicht mehr gepflügt, oder? Und er hat auch nicht mehr gepflügt, sondern er hat wie geschaut, okay, er hat eine Kultur gehabt auf seiner Fläche, oder? Und hat dann wie gewusst, aha, das ist jetzt in den nächsten Tagen, ist die Kultur zum Beernten, und hat in die Kultur reingesät. An Gründünger vielleicht, oder? Und in dem Schutz von der Kultur und auch in dieser Schattengare ist die Kultur drinnen wie keimt. Und der kleine Keimling, der will natürlich ins Licht, und der hat natürlich gewusst, okay, jetzt kommt die Ernte, und mit der Ernte ist auch das Licht gekommen, und dann ist die Untersaat ist wie gekommen, und dann hat er das Stroh hat er wieder zurückgebracht. Und er ist völlig begeistert davon, dass, obwohl seine Ernten immer größer werden, der Boden nicht immer ärmer, sondern immer voller, satter und reichhaltiger geworden ist. Du hast das Buch gelesen, aber hast du dir ein bisschen was abgeschaut auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also der hat ein ähnliches Ackerbausystem, hat auch Obstgärten und so, wie Permakultur. Er probiert halt, dass immer was am Feld wächst. Und ich habe das auch eben in dem Bodenkurs, die grüne Brücke, so ein bisschen gelernt. Ich habe eigentlich fast überall im Getreide eine Untersaat drin, wie er gerade schon erklärt hat. Das sind kleinbleibende Sorten von Weißklee und Weidelgräsern, die nicht so hoch werden, sondern ganz klein sind. Die machen am Anfang im Getreide noch nicht viel Konkurrenz. Und sobald eben gedroschen ist, also erstens die Sand beim Dreschen schon da, man hat einen grünen Teppich, wo der Mähdrescher, also das Gewicht am Acker ist und verteilt wird durch die verschiedenen Wurzeln. Es sind Leguminosen wie Klee dabei, es sind Gräser dabei, die Gräser haben eine wahnsinnige Wurzelkraft, und auch Kräuter. Und worauf es drauf ankommt, ist die Kombination der verschiedenen Wurzelarten. Die machen den Boden sehr tragfähig und können mehr Wasser aufnehmen und eben tragfähiger für die schweren Erntenmaschinen. Kommt der Mähdrescher und erntet. Sobald es weg ist, kriegt die Untersaat sofort Licht. Es wächst beim schönen Wetter oder wenn es auch noch regnet nach der Ernte, relativ schnell die Untersaat. Und was ich noch mache, ich tue in die Untersaat, wir nennen es eine doppelte Zwischenfrucht reinsäen. Und zwar, wenn möglich, so vielseitig wie möglich. Mit 20, 30 Komponenten. Wichtig sind immer die drei Pflanzenfamilien, Leguminosen, Gräser und Kräuter, dass die alle drei drinnen sind. Mit Winterharten, mit winterabfrierenden Früchten, mit Tiefwurzlern, mit Flachwurzlern. Das Tolle, was da entsteht, ist eine mikrobielle Aktivität im Boden, die, wie er schon gesagt hat, kein Mensch mit irgendeiner Maschine messen kann. Und auch ein Thema, wo wir noch ganz am Anfang stehen und nur, glaube ich, an der Oberfläche kratzen, sind die ganzen Wurzelausscheidungen, die Wurzelexudate. Und die Kombination von verschiedenen Pflanzenfamilien auf einem Feld. Und die kann, auch laut dem Typen, der den Bodenkurs gemacht hat, Wunder bewirken. Nur darf ich da ganz kurz dazwischen grätschen? Messen, ja? das schaffen wir Menschen. Ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen, wo einer gesagt hat, die Agrarwissenschaftler, das sind solche Vollpfosten, die schauen sich seit Jahrzehnten immer nur von, sagen wir mal, vom Weizen oben das an, wo dann die Körner sind, die man halt ernten will, das Produkt sozusagen. Die kommen jetzt erst drauf, nachdem sie 60 Jahre da rumforschen und schon genmanipuliert haben und sonst was, dass auch die Wurzeln interessant sind bei der Pflanze. Muss man sich mal vorstellen. Der Unterschied in den zwei Systemen ist, das eine System ernährt die Pflanze und will einen möglichst hohen Ertrag, was auch in vielen konventionellen Betrieben sein muss, sonst verdienst du gar nichts mehr, weil du über die Masse der Geld verdienst. Und das andere System ernährt den Boden. Und wenn der Boden ernährt wird und aufgebaut wird, auf Dauer hast du höhere Erträge und gesündere Pflanzen und
mehr Vielfältigkeit im Acker. Ja? Nur da hat halt die Industrie und die großen Agrarkonzerne kein Interesse dran, weil dadurch verdienen sie nichts. Es ist auch eigentlich sehr wichtig, sein eigenes Saatgut wieder nachzubauen und nicht ständig neues Saatgut zu kaufen, weil sich anscheinend der Getreide innerhalb von 3 bis 4 Jahren an den Standort anpasst. Was eine wahnsinnig kurze Zeit ist aus Sicht von einem Landwirt. Ja. Und mit den ganzen Hybridsamen, egal ob im Gemüsebau oder im Ackerbau, sind wir sozusagen durch einen einmaligen Leistungsaufschwung danach aber gezwungen, immer wieder Saatgut zu kaufen. Ja. Und dann, genau darum geht es ja. Es geht darum, das ist die Zivilisation der Menschheit, dass wir unser eigenes Getreide erzeugen und unser Saatgut wieder selber aussäen. Und das ist das, wo die industrielle Landwirtschaft, gerade in Nordamerika, Südamerika, Monsanto und die großen Agrarkonzerne davon abbringen wollen. Ja. Es gibt ja viele Bauern in der Welt, die haben gar keinen freien Zugang mehr zu Saatgut. Ja, ich würde noch gern kurz was dazu sagen. Ich höre vielen Vorträgen immer, wenn irgendwelche Sprecher sagen, ja, und das Biogetreide, das sei so pilzig und das ist so krank und so und das konventionell schaut ja viel schöner aus. Erstens, was viele Konsumenten nicht wissen, es gibt nur 3 Pilze, die für die menschliche Ernährung schlecht sind im Getreide. Das ist Steinbrand, Fusarium und Mutterkorn. Steinbrand und Fusarium sind zu 99% nur Fruchtfolgekrankheiten. Bei weiten Fruchtfolge zwischen Blatt- und Halmfrüchten, Sommer- und Winterungen hat man damit so gut wie keine Probleme. Es gibt die Meiermühle in Landshut, die seit über 10 Jahren Fusarium-Probleme aufzeichnet, die haben eine konventionelle und eine Bioschiene. Bei der Bioschiene spielt Fusarium so gut wie keine Rolle. Das ist fast nur im konventionellen Bauen. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Pilz ins Getreide? Die meisten Pilze sind bodenbürtig und werden durch den Wind in die Halme getragen. Was wollen die konventionellen Landwirte mit hohem Ertrag? Müssen sie haben ein kurzes Getreide. Am besten eine Sorte, die kurz ist, die einen hohen Ertrag hat, die nochmal kurz gespritzt wird, weil sonst kannst du den Ertrag nicht halten. Schon gar nicht, wenn einmal ein Gewitter kommt und das Getreide niederlegt. Was passiert automatisch? Das Getreide wird in den meisten Fällen krank, weil die Pilze einen ganz kurzen Weg in die Ähre haben. Das macht aber überhaupt nichts der Industrie, die finden das super, weil sowohl das Saatgut wird von ihnen verkauft, das Spritzmittel zum Kurzspritzen wird von ihnen verkauft, als auch das Spritzmittel gegen die Pilze. Was machen viele Biobauern? Für mich ist das Unwichtigste an der neuen Sorte der Ertrag. Der bringt mir nichts, wenn der Getreide am Boden liegt, der bringt mir nichts, wenn es eine schlechte Qualität hat. Für mich ist Langstreuigkeit wichtig, Gesundheit und die Qualität. Und deswegen ist es wichtig, ein langes Getreide zu haben, was nicht krank wird, nicht so einen hohen Ertrag, dann legt es sich auch nicht so rein. Und die ganzen Synergieeffekte, die wir haben, also es kommt mehr Wind durch, fürs Wild ist es besser, die Untersaat kommt durch, Ackerwildkräuter kommen wieder, hab neulich einmal wieder Kornblume, eine gesehen auf einem 6-Hektar-Feld, da haben wir schon gefreut. Das wissen immer viele nicht. Das heißt, die Pilze, die wirklich am Biogetreide dran sind, sind oft überhaupt nicht schädlich für die menschliche Ernährung. Georg, sag mir nochmal jetzt zum Schluss, können wir die Weltbevölkerung auf die Art und Weise ernähren, wie ihr das macht? Ich gehe davon aus, ja. Das ist ganz einfach, wie ich es immer sage, es muss nicht jeder jeden Tag einen Schweinebraten essen. Und wenn man das vermitteln kann, dann langt es einfach besser. Darum habe ich das vorher gesagt mit den Nudeln. Das ist einfach so. Und das muss man einfach zugeben, auch wenn man Tiere hat und auch wenn man Fleisch produziert. So ist es einfach. Aber es geht ja nur so. Das ist an vielen Beispielen schon genannt, wenn du Spritzmittel verwendest, machst du im Endeffekt nur mehr kaputt, für das, was du nächstes Jahr anbauen willst. Das kannst du nächstes Jahr schon wieder gar nicht mehr anbauen, wenn es was ist. Also ich sehe, wie gesagt, nur Biobauern, das wäre die Zukunft. Staatlich geregelt nur Biobauern in Bayern. Das wäre ein Programm für den Söder. Das wäre was. Das gibt es übrigens staatlich geregelt, nur Biobauern. Es gibt eine Provinz in Indien, die machen das so. Die bauen seit 2008, ist es staatlich verordnet, dass es nur Biobauern geben darf. Jetzt gibt es die neue Verordnung, dass auch nur Bio-Lebensmittel eingeführt werden dürfen. Also einfach verordnen, Herr Söder, oder? Genau. Markus, also du glaubst auch dran, dass man
mit so einer Art von Landwirtschaften die Weltbevölkerung ernähren kann. Also ich glaube auch dran, aber es braucht stabile Systeme und resiliente Pflanzen, oder? Und wenn ich jetzt ein Stück Land biologisch bewirtschaftet, dann ist das gut, oder? Aber wir sind halt jetzt schon irgendwo in einer Zeit wo drinnen, wo sehr viel in Veränderung ist, oder? Und wir spüren ja da so, das Klima ändert sich, oder? Es gibt Einflüsse von außen, wir kriegen das mit, es gibt lange Trockenperioden und dann gibt es wieder mal heftige Niederschläge und heutzutage hat es dann wieder mal einen Niederschlag innerhalb von ein paar Stunden, wo es früher im Monat gehabt hat, oder? Und das ist wieder schon spürbar, dass sich da halt auch außen, von außen sehr viel ändert, oder? Und dann sage ich natürlich, es ist möglich, aber nur, wenn man wieder wir stabile Höfe herbringt, oder? Oder wir stabile Systeme aufbaut. Und da kommt jetzt die Permakultur ins Spiel, oder? Als Gestaltungskonzept, dass man so stabile Systeme wieder aufbaut, wie man da drinnen dann die Flächen bewirtschaftet, biologisch oder biodynamisch, das ist dann jedem selber überlassen. Aber ein Hofsystem oder Landwirtschaftssysteme braucht es, die wieder stabil sind, oder? In so instabile Zeiten. Mogli, was sagst du? Gibt es die Möglichkeit, dass das also, so klappen kann? Ich sage, auf Dauer kann man die Welt nur biologisch ernähren und sonst geht es gar nicht mehr. Laut dem Welternährungsbericht, ich bin nicht ganz sicher, 12 oder 13, hätten wir die ganze Fläche auf der Welt biologisch bewirtschaftet, hätten wir schon über 10 Milliarden Menschen ernähren können. Es kommt auf die Verteilung drauf an. Wenn wir in Europa 70% unserer erzeugten Produkte die Tiere füttern, wird es natürlich schwierig. Wenn wir sehr viel zu Bioethanol machen oder Mais in die Biogasanlage, wird es natürlich schwierig. Es kommt auf die Verteilung drauf an. Und wenn ich jetzt von Europa und von unserer europäischen Agrarpolitik spreche, die Anreize des Landwirts, was nachhaltig zu verbessern, kommen auf keinen Fall von den Subventionen aus Brüssel. Wir Landwirte in Deutschland, wir kriegen Geld für Monokultur Mais, für Monokultur Weizen. Wir sollten halt zwei Sachen anbauen, 5% Greening, irgendwelche Zwischenfrüchte und so. Es klingt total banal, es ist aber wirklich easy. Wir müssten für den nachhaltigen Aufbau von Humus Subventionen bekommen. Ja, würde der europäische Landwirt für Humusaufbau Subventionen bekommen, dann wären ganz, ganz viele Probleme auf einmal gedeckt. Eine große Fläche an Landwirten, die brauchen die Subventionen, sonst können sie nicht überleben, würden Humus aufbauen. Was bedeutet das? Es bedeutet einmal, unsere Böden sind besser. Wir können mehr Erträge auf Dauer einfahren mit mehr Humus. Wir können mehr Wasser speichern, die Böden sind tragfähiger, das ganze Problem mit den Hochwasser und so würde geringer werden. Und die größte Sache, wo man vielleicht gar nicht dran denken ist, der Klimawandel wäre nicht mehr so ein Problem, weil in Humus CO2 gespeichert ist. Ich habe das auch erst vor kurzem erfahren, dass unsere ganze Industrie auf der Welt bloß ein Drittel des CO2 freisetzt. Zwei Drittel sind im Boden gespeichert oder waren sie mal. Und durch diese Agrarpolitik, die wir haben, wird CO2 freigesetzt. Würde der Humus aufgebaut werden, würden wir CO2 binden. Und der ganze Klimawandel wäre gar nicht mehr so ein großes Thema. Und kurz nochmal dazu was zu sagen, dass der Klimawandel uns betrifft ein bisschen. Ja. Wir haben mehr Starkregen, wir haben mehr Trockenzeiten, wir müssen mehr gießen. Trotzdem haben wir alle was zu leben und können essen und jeder schwirbt mehr oder weniger im Luxus. Ja. Aber wenn wir uns dann wundern, dass wahnsinnig viele Flüchtlinge zu uns kommen, ja, die den Klimawandel mehr betreffen und auch hauptsächlich aus unserem Konsumverhalten, ja, da müssen wir halt auch irgendwie eine globalere Lösung finden, weil das sonst auf Dauer nicht gut geht mit der Ernährung. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass um mich herum Leute sitzen, die für uns Lebensmittel machen und sich so viele Gedanken machen und so positiv sind. Mir gefällt es wahnsinnig, macht mir sehr viel Hoffnung und Mut. Also ich finde gut, Mensch, Wahnsinn. Also ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Für mich war das sehr erhellend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Also ich fand es spitze. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.